Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, euer Mick, und ja, ich mache jetzt ein Unboxing-Video von einem sehr, 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 sehr schönen Spiel. Man hört das vielleicht schon an der Musik. Ja. So, ich schaue mal an. Das Unboxing ist das The Legend of Zelda. So. The Legend of Zelda Skyward Sword. Die Limited Edition ist das. Die enthält einiges an Zusatzaushalt das Spiel. Einmal eine goldene Wii-Fernbedienung. Einmal den Soundtrack, den ich gerade laufen habe. Ja. Ja, weil ich hatte das schon aufgemacht. Ich war so neugierig und musste noch meine Kamera aufladen. So, dann mache ich das hier halt jetzt nochmal auf. Wo ist denn drin? So, was hole ich zuerst raus? So. Nee, ich mach das noch nicht ganz auf. Ich sag, was ist hinten drauf? Drauf. Ich sag immer drauf. Drauf. Hinten ist drauf. Einmal. So ein Screenshot. Na, ach ja. Eine, ach ja, die goldene Wii-Fernbedienung. Das ist eine Wii Motion Plus. Ja, das werdet ihr gleich nochmal sehen. Nicht auf so einem Papier. Ja. So sieht das dann halt von vorne aus, so von oben. Einmal Zelda Skyward Sword, die goldene Wii-Fernbedienung und einmal, ja. Okay. Ach, ich mach den dritten an, der ist cool. Also den gucke ich jetzt einmal hier rein. So, was haben wir? Ach, was, Alter? Alter, steht da. So, jetzt holen wir erstmal das hier raus. Die ganze Gebrauchsanweisung. Und hier, also, das ist halt die ganze Gebrauchsanweisung. Da ist halt der Soundtrack drin. Kostet 70 Euro. Also nicht der Soundtrack, sondern das ganze Pack hier. Einmal die, ja, das Booklet auf allen Sprachen. Jetzt hört man hier gleich einmal Präludien. Ja. So, einmal das, einmal das. Der Release Day war, das Release Jahr, kann ich nur, yeah, ist, 2011 gewesen, weil seit 2011 existiert The Legend of Zelda 25 Jahre lang. Sehr schön. Tue ich gleich mal daneben. Hier, Paper Mario, toll. Was soll ich damit? So, einmal darauf. Was haben wir hier noch alles drin? Ja, toll. Anleitungen in allen Weltsprachen und ich habe gerade das Moment. Ui. Pack alles auseinander. So, das pack ich weg und ja. So, hier sind ja, es ist Deutsch. So eine Bedienungsanleitung für die Wii Motion Plus. Das ist einmal das gleiche, nur in einer anderen Sprache. Ja, und wie Motion Plus. Darunter gehört auch dieses tolle Stück hier. So sieht sie aus. Schwer alles mit zwei Händen zu machen. Alles mit einer Hand meine ich nur. Ich mache das nicht leider.
Und die ist ja toll. Da wird den hylianischen Zeichen ein, ja, Home Button. Batterien sind schon drinne, die habe ich, ja, bei, ja, Batterien habe ich schon reingetan. Ah, die Piratencrew. Hört man hier im Hintergrund. So, und dann hier halt einmal die Wii-Fernbedienung. Und jetzt holen wir einmal das Spiel raus. So sieht das aus. So wieder. Ja, die Piratencrew. Das Spiel ist ab 12 Jahren freigegeben. Hinten sieht man nochmal die gleichen Screenshots und eine ganze Menge Kram. Also das das ist halt nur das Cover der Limited Edition. Ja, wie gesagt, kostet 70 Euro. Kann man sich im Saturn oder Mediamarkt kaufen. Also Mediamarkt habe ich das nicht gekriegt, ich habe es bei Real gekauft. Ja. Aber oh, die Musik ist toll. Ja, das ist halt der Soundtrack, ne? Also Orchester steht ja auch drauf. The Legend of Zelda, 25. Jubiläums Special Orchester. Ja, und dann halt. Ah. Ah, Ariel. Das mit Ariel, genau. Ich hatte das Spiel Zeldas Wind Waker auch schon Let's Play, deswegen. Ja. So, das ist. Habe ich einmal das hier. Ja, weg damit. Ja, das ist am Anfang, wo die entführt wird. Naja. Ein kleiner Moment. So, so. Ah, jetzt hört man was anderes. Naja, egal. Das Poster packe ich das mal kurz aus. Nee, lass mal. Alter Schwede. Leute, das ist eine Gebrauchsanweisung nur für eine einzige Wii-Fernbedienung in einer einzigen Sprache. Oder sind das mehrere Sprachen? Ne, es sind mehrere Sprachen. Ich erstmal auf dem Fußboden. So, das Wii Motion Plus Set enthält, wie gesagt, die Wii Motion Plus. Ich, ja, das fühlt sich auch so etwas aus so etwas billigerem Material an, aber sieht trotzdem cool aus. Einmal, ja, da. Das Spiel an sich mit einem anderen Cover, so was da alles drin steht, ein paar Bilder aus Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword, Majora's Mask, Zelda 1, alles, jedes einzelne Zelda ist da drin vertreten, werde ich mir auch später nochmal angucken, halt das Booklet in allen Sprachen. Naja, ich will nicht spoilern, darum tue ich nicht alles. Und das war's dann halt. So. Damit verabschiede ich mich dann. Das war mein Unboxing zu The Legend of Zelda Skyward Sword und höchstwahrscheinlich werde ich das auch noch blind Let's Playen. Also bis zu meinem nächsten Video von mir. Ciao!